herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich befinde mich hier gerade jetzt schon in Stockholm. Ich bin richtig hyped. Was nicht so hyped ist, das Hotel ist sehr weit außerhalb der Stadt. Deswegen muss ich jetzt 50 Minuten fahren, um den ersten Laden zu hitten. Und zwar werde ich mich zuerst zum Acne Studios Archive begeben, weil ich da bei weitem am meisten Lust drauf habe. Und wenn ich weiß, dass da was Krasses ist, was ich potenziell kaufen werde, muss ich eigentlich gar nicht mehr in die anderen Acne-Läden gehen. Das ist, glaube ich, am klügsten. Ich bin jetzt quasi wirklich einmal across the map gemoved hier in Stockholm. Und der erste Stop ist jetzt der Our Legacy Workshop. Einfach Our Legacy Stussy-Dinger. Guckt euch diese Loafer an. Geil ist das krank, aber leider mir zu klein. Guckt euch an, wir haben ja auch einfach eine Stussy Tote Bag mit Inco, mit Our Legacy. Kostet aber leider 140. Ich weiß nicht, wie viel die Original kostet. Also Original, ich meine im Drop. Das ist, glaube ich, jetzt nur ein Sample. Aber es holt mich wirklich ab. Genauso wie es hier halt auch Stussy Hosen gibt. Ja, diese Collab ist völlig an mir vorbeigegangen von Stussy X Our Legacy. Ich weiß auch tatsächlich gar nicht, wie teuer der ist, aber wenn ihr wisst, von wo, wann die Collab ist, man sieht, hier ist nur ein Netz, an den Ärmeln ist wirklich gar nichts, da sieht man durch. Und hier steht halt noch mal einmal Workshop hinten drauf, hier Work und da unten Shop. Ich weiß, man kann es nicht so gut erkennen, aber die hat irgendwas, die Jacke. Hier haben wir das T-Shirt, ganz normal einfach. Stussy und Our Legacy draufgeschrieben. Fit is not too crazy, ist ein bisschen zu lang, aber sehr schöne Schultern und so dafür. Also hier auch Our Legacy x Stussy. Aber es passt mir halt leider wirklich alles nicht. Wie finden wir das? Das ist so ein Stussy-Shirt, aber ganz leicht Stussy draufgeschrieben. Hier hinten auch. Also der Laden hat mich wirklich positiv überrascht, auch weil ich ein kleiner Stussy-Fanboy bin und die da echt viele Sachen von Stussy auch hatten. Aber ich glaube, es wäre jetzt dumm von meiner Seite aus, direkt was zu kaufen, weil das wirklich der erste Laden auf meiner Liste war und ich noch ein paar Tage hier bin. Also haben hier die verschiedensten Pieces. Also hier gibt es teilweise echt verrückte Jacken, die echt krass aussehen. Ich kann diesen Stoff gar nicht beschreiben, aber es sieht wirklich krass aus. Ich habe jetzt 6 Euro für so einen Chicken Cheese Wrap bezahlt, aber ist auf jeden Fall kein 7-Eleven, den ich vergleichen kann mit denen in Asien. Jetzt beim nächsten Laden Vintage and Friends und die scheinen eigentlich ein paar geile T-Shirts zu haben. Zum Beispiel das hier hat was. Haben hier auch alle möglichen Hosen. Auch zum Beispiel eine 38 True Religion. Aber ich glaube, der Schnitt von denen ist immer so, dass ich gar nicht da reinpasse. Ja, der geht hier unten halt so zu. Also Vintage and Friends war eigentlich sehr cool, aber ich konnte nicht wirklich ungestört darin filmen, weil wirklich ziemlich viel darin los war. Aber ist auf jeden Fall ein Checkout wert. Ich weiß nicht, ob man es im Licht erkennen kann. Die hat auch so einen leichten Flair-Schnitt. Die ist komplett crazy. Also die haben hier teilweise wirklich crazy Jeans von der Eigenmarke mit so einem leichten Flair-Schnitt. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Hier auch vereinzelt Rick Owens. Und hier diese Pants, ist auch geil, ist das krank. Sehr, sehr coole Laden, die hatten verschiedene Rick-Modelle da, dann auch Comme des Garçons und sehr viel Maison Margiela und auch ein bisschen Eigenmarke. Auch Parfümmarken wie 1969 oder sowas hatten die da. Also echt cool mal zu sehen, aber jetzt keine Art von Laden, wo ich gerade was kaufen möchte. So ein kleiner Zeitsprung, in der Zwischenzeit ist eigentlich nicht viel passiert. Ich habe noch ein paar Läden ausgecheckt, die aber alle nicht gut waren, deswegen habe ich sie natürlich nicht mitgefilmt. Bin ich hier im Acne Store und probiere diese Denim an. Das ist aber eine 52 und ich glaube, ich brauche eigentlich eine 54. Das heißt, ich denke, die wird eh viel zu klein sein, aber ich probiere sie trotzdem an. Also ich muss sagen, ich finde die doch sehr, 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 sehr krass. Fühlt sich auch sehr gut an und 52 passt eigentlich perfekt, also auf Low Waist. Beziehungsweise einfach auf locker tragen. Und die kostet hier ungefähr 520 Euro bei der schwedische Kronen oder so. Ich weiß nicht, wie die Währung hier ist. Nicht so gut ist wie die deutsche. Das ist jetzt eine 52. Ich werde die jetzt wahrscheinlich nicht mitnehmen, aber ich werde mir das vielleicht morgen oder so nochmal angucken.
ich warte jetzt auf die Bahn, fahre wieder zurück ins Hotel und gehe was essen. Ich habe jetzt nochmal online geguckt und diese Denim ist ja wirklich in meiner Size überall ausverkauft oder für einen bodenloseren Preis als Retail sogar. Ich sehe hier jetzt schon eine kleine Dickies-Abteilung und hier sind auch Kamhosen, diese gedrückte Kamhose. Sieht eigentlich sogar ganz geil aus, also die geht unten nicht eng zu eigentlich. Die hier ist es dafür gar nicht. Und hier ist eigentlich wieder geil, aber genauso einen habe ich schon. Die haben hier auf jeden Fall auch Jeans, die wirklich eigentlich ganz geil fitten können. Genauso wie die hier, die geht hier unten wirklich nicht schmal zu. Aber die Waschungen von denen sind es halt dafür nicht, beziehungsweise es ist einfach nichts Besonderes. Okay, wie gesagt, ein weiterer Vintage-Laden. Und hier sieht es aus, als ob es auch Designer-Pieces gibt. Also hier direkt MM6, hier auch Helmut Lang, Our Legacy, direkt eine Supreme Cap. Ich glaube, der Laden kann echt was. Ich suche jetzt einfach mal lang und halte euch auf dem Laufenden. Also hier sieht man auch Stone Island, Valentino, wieder Stone Island. Hier auch ein Modell von MX 95, finde ich eigentlich ganz cool. Hier oben auch Sambas OG, auch ganz cool. Leute, wir haben ein ganz großes Problem. Ich habe gerade was gefunden, was sehr, sehr böse für meinen Geldbeutel sein kann. Guckt euch diesen Boot an, das ist eine 45 und ich frage jetzt mal, ob ich den anprobieren kann. Das ist nämlich crazy. Wer mich kennt oder grüßt gehen raus an David, ich wollte mir diesen Schuh wirklich kaufen und ich finde ihn wirklich behindert krass. Also wenn ich jetzt Vintage den finde für einen besseren Preis, wow. Das ist zwar komplett ungewohnt mit dem zu laufen, aber wir haben ein Problem, weil der passt wirklich perfekt. Das ist crazy. Ich finde hier einen Schuh, den ich mir wirklich lange überlegt habe zu kaufen, in meiner Größe in der fucking 45 und er passt. Digga, das ist schwierig. So, meine Freunde, ich habe jetzt nochmal mit Hannes, dem allerechten Plug, telefoniert wegen Echtheit und sowas. Er hat den Laden kurz überprüft, sind das nochmal zusammen durchgegangen und es scheint wirklich eigentlich ein sehr, sehr guter Preis zu sein. Weil, wie ich auch vorher schon gesagt habe, ist der schwedische Kron ein bisschen schwächer als der Euro. Deswegen werde ich mir das jetzt nochmal kurz überlegen und den wahrscheinlich gleich mitnehmen. Aber wir sind beim nächsten Laden und zwar Nitty Gritty. Hier verschiedene Pieces von ACG. Auch dieser Schuh finde ich todhässlich. Wir haben hier richtig schöne, ich habe den Namen vergessen, wie diese Schuhe auch immer heißen. So wie hier auch ganz viele verschiedene Byredo-Düfte. Hier zum Beispiel. Also wer sich für Parfüm interessiert, könnte hier auf jeden Fall mal vorbeigucken. Die haben hier einfach wirklich auch ein ganzes Rack mit Stone Island Sachen. Und hier hinten im Laden ist nochmal eine Sale Selection. Vielleicht findet man hier nochmal irgendwas Geiles. Obwohl diese Schuhe hier auch alle minus 60 sind. Lisa ACG Boot ist eigentlich wirklich ganz cool. Und hier unten gibt es auch einen Salomon, der auch nicht schlecht ist, vor allem wenn er im Sale ist. Und hier gibt es auch eine Wade Spanner Jogger im Sale, genauso wie dieses ACG Fleece, was ja auch mal übel im Hype war. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Ist ein ganz cooler Laden, aber jetzt nicht persönlich was für mich. So, nach einer kleinen Lagebesprechung in meinem Kopf sieht der Plan wie folgt aus. Und zwar werde ich jetzt noch ein paar Läden abklappern auf dem Weg. Ein paar Vintage-Läden, hier gibt es auch SNS. Und dann werde ich hier zu dem anderen Agnes-Store gehen in Stockholm und da die Denim nochmal anprobieren, wenn es die nochmal gibt. Und dann mein finales Urteil fällen. Nächster Laden, die haben hier wieder lauter Sachen, wie Ralph Simmons zum Beispiel. Die Bomber hier hat auch irgendwas. Noch ein Balenciaga-Mantel. Kann ich mir aber nie im Leben leisten, brauche ich gar nicht die 12.500 umrechnen. Hier auch von einer Brand, die ich gar nicht kenne. Irgendeine Camo-Bomber, die wirklich eigentlich ganz cool aussieht. Hier auch noch eine, das Camo ist aber nicht so meins. Das hat auch was, aber die Jacke würde mir halt nie passen. Echt sehr cooler Laden, aber ich mag halt dieses Gefühl nicht, dass die Verkäufer ihn die ganze Zeit beobachten. Deswegen habe ich gar nicht so viel gefilmt, aber ist eigentlich trotzdem eine Empfehlung. Sehr viele Schuhe, genauso wie in Berlin.
riesige Adidas-Auswahl. Wobei diese Jacke hier echt eigentlich ganz geil ist, muss ich sagen. Die ist in der Kooperation mit NTS, kenne ich nicht, aber sieht echt ganz cool aus. Erinnert mich irgendwie von diesem Adidas-Muster ein bisschen wie die Adidas X-Huni-Jacke, wenn ihr wisst, welche ich meine. Ich weiß nicht genau, wie dieser Laden ausgesprochen wird, aber die hatten eine unfassbar geile Auswahl zwischen Streetwear und High Fashion. Die hatten eine unfassbar geile Balenciaga Bomber, eine Sissy College Jacke. Die hatten auch Sissy T-Shirts, die eigentlich sehr, sehr geil waren von der Waschung und vom Print. Die haben aber 100 Euro gekostet. Vielleicht sind das Special Collabs gewesen, da bin ich mir nicht sicher, da kenne ich mich nicht aus. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Das ist also wirklich ein Laden, den ihr auf jeden Fall auschecken müsst, wenn ihr in Stockholm seid. Und die hatten auch eine Arc'teryx Jacke, die ich sehr, sehr geil fand von der Farbe. Das war wirklich so ein richtig, richtig dunkles Grün, aber die war unten leider komplett ripped irgendwie und deswegen hätte sich das natürlich mit dem Fakt noch, dass jetzt in Berlin auch ein Arc'teryx Store ist, sich nicht gelohnt, die zu kaufen. Und wir sind wieder hier. Der Verkäufer hat mir netterweise noch einen Blazer gegeben, Buddyhose. Ich muss sagen, die ist wirklich schon different. Also die Entscheidung ist wirklich nicht einfach, das fuckt mich gerade richtig an. Und zwar bin ich zu dem Schluss gekommen, ich finde, es gibt noch geilere Pants. Ich finde, es gibt noch geilere Colorways von der Acne Pants. Wenigstens weiß ich jetzt genau, welche Größe ich brauche und hoffe, dass irgendwann eine richtige Wax Denim rauskommt oder restockt. Ich werde mich, glaube ich, für die Balenciagas entscheiden. Aber der nette Verkäufer hat mir hier ein Vintage Pop-Up bzw. einfach einen Flohmarkt empfohlen. Und hier sollen wohl Crazy Pieces sein. My Turgis Festen. Hier bin ich auf jeden Fall jetzt und gucke mich hier jetzt einmal ganz kurz um und dann werde ich wahrscheinlich mich auf den Weg machen, die Balenciagas zu kaufen. Also hier auch Designermarken, zum Beispiel Our Legacy und so. Also, interessant. Sieht ganz geil aus. Das T-Shirt zum Beispiel auch. Diese Pepsi-Lederjacke ist mir leider zu klein, aber auch sehr geiles Teil. Ich habe mir einen fucking Burberry Overall oder Mantel, keine Ahnung, einfach on the casual hängen. Guck mal hier, Calvin Klein, Acne. Tommy Hilfiger, Burberry, Zara. Ich habe mir jetzt in E-Roller Pass gekauft, das lohnt sich am meisten. Ich werde auf jeden Fall morgen hier nochmal zu diesem Flohmarkt gehen, aber ich gehe jetzt erstmal wieder zum Laden, weil ich nur noch eine Viertelstunde Zeit habe, bis der Time-Slot für meine Balenci abläuft. Das mache ich jetzt. Vielleicht sieht man das Graue, es ist vollbracht. Ich habe die Dinger jetzt gekauft, bin sehr zufrieden. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Ich war jetzt gerade noch auf einer kleinen Zeitpresse. Ich habe mir so ein USB-C-Ladekabel gekauft, weil meins kaputt war. Heute ist Samstag und ich muss noch das Video für morgen rendern, damit ihr was auf YouTube zu sehen habt. Mein erstes ISO-Pickup jemals. So sieht das kleine, unscheinbare Teil aus, das meine Lippen retten soll. Mal sehen. Neuer Tag. Neue Energie, neues Glück. Heute der Plan, werde nochmal jetzt erstmal einen Kaffee trinken, dann zu dem Markt gehen, wo ich gestern kurz war, um mir das in Ruhe anzuschauen. Danach werde ich vielleicht noch ein, zwei Läden mitnehmen und dann zu einem anderen richtig großen Markt fahren, wo es wirklich alles geben soll. Die Bilder sehen wirklich crazy aus. Ich hoffe, dass ich da vielleicht ein oder zwei Steals hinnehmen kann, wo ich auch sehr positiv bin, weil die Bilder sahen wirklich bangerhaft aus. Und dann werde ich, glaube ich, wieder ins Airbnb, dort noch ein, zwei Outfits holen, dann Richtung Meer fahren, weil ich da optimistisch bin, dass ich da ein, zwei geile Fotos machen kann. Also ich bin ja nicht so ein Kaffeeprofi, aber ich glaube, das ist wirklich der zweitbeste Kaffee, den ich je getrunken habe, nach der Bahn in Berlin. Outfit für heute ganz basic, damit ich gut beim Flohmarkt was kaufen kann. Supreme Longsleeve, weil es nicht so warm ist. Basic Jeans und die neuen Babys hier unten. Bin gespannt, ob ich im Laufe des Tages Fußschmerzen bekomme, weil so bequem sind die bei den Balenciaga-Schuhen nicht, würde ich sagen. Also ich bin hier gerade in Race Market, das ist so ein Vintage-Laden. Ich sehe hier schon ein Stussy-Shirt. Was sagen wir dazu? Hier auch so eine Digital Camo Jacke, die ist mir leider zu klein, aber die kann eigentlich was. Die sieht eigentlich ganz cool aus. Was sagen wir dazu? Das ist irgendwie auch interessant, aber ich glaube, das ist mir irgendwie vom Muster her ein bisschen zu laut, aber ist auf jeden Fall nicht schlecht. Boah, aber dieses 202 Protection Pack von New Balance ist wirklich echt strong. Ich fahre jetzt, glaube ich, ganz kurz mit dem E-Roller zu einem anderen Vintage-Laden. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Da ist auch noch ein Flohmarkt.
So, das einzige Pickup, was ich mir geholt habe, ich muss sagen, da waren wirklich richtig coole Sachen dabei. Zum Beispiel eine Arc'teryx Beanie, die hat ungefähr 12 Euro gekostet. Aber die meisten Sachen davon waren leider für Frauen oder einfach halt nicht in meiner Größe. Ich werde jetzt hier noch einen Vintage-Laden in der Nähe mitnehmen. Und dann gehe ich auf diesen ultimativ großen Flohmarkt, der wirklich nur einmal alle 2 Monate ist. Und ich habe da schon Insta-Stories gesehen, der soll wirklich richtig krass sein. Da freue ich mich drauf. Der Laden scheint sehr krass. Sie haben einfach Bundeswehr-T-Shirts. Auch hier eine Realtree Selection. Der ist eigentlich echt cool. Vielleicht probiere ich den an. Der Hoodie ist es nicht so. Der auch nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. So, ich probiere jetzt einmal das Songsleeve hinter mir an. Man merkt in diesem Laden nicht so viele Markensachen. Aber dafür wirklich selected, also man merkt, dass sich die Leute Gedanken machen, was sie hier hinstellen. Also so einen Schnitt habe ich noch nie erlebt. Hier unten an der Hüfte perfekt, aber Jungs, ich mache nichts. Ich bin auch nicht übelbreit, aber guckt euch mal die Arme an. Das habe ich noch nie erlebt. Ich habe da noch eine Hose anprobiert, die war aber leider auch nicht ganz meins, weil ich einfach zu groß bin. Ich weiß nicht, wie gut man auf Kamera erkennt, aber da unten ist der Flohmarkt. Also ich sehe es von meiner Perspektive sehr gut. Die Musik ist zwar sehr laut, aber richtig geiler Vibe hier, muss ich sagen. Hier zum Beispiel auch Crazy Mantel von Our Legacy. Digga, der Typ hat wirklich nur Sachen von Our Legacy, Digga, der ist auf jeden Fall ein Fan. Überall Kart-Hosen und ich glaube, ich probiere welche davon an. Ich habe jetzt so richtig, richtig geile Sissy-Sachen gefunden, so Sissy-Bücher. So, da ist zum Beispiel so eine Bag drinne. Hier ist auch so einfach so ein Portemonnaie drinne. Richtig geil, das kostet 700, sind dann so 60 Euro, ist also schon nicht billig. Hier, so schöne Jeans. Guckt euch das an. Super. Ich habe jetzt noch so einen Stussy-Mantel anprobiert. Hier so eine kleine Schrift. Es gibt leider nur so einen kleinen Spiegel, aber der fittet crazy. Hier, richtig geil. Ich kann es leider schlecht auf Kamera zeigen, aber ich finde den wirklich krass. Schaut euch das an. Die haben hier auch jede Menge Kartjacken. 1000 Pfunder. Die ist auch sehr hart. Müsste ich halt kürzen, aber es kostet 1000. 1000 ist, glaube ich, nicht wirklich billig. So ganz verschiedene Stussy-Figuren, die ich echt richtig, richtig cool finde, genauso wie diese Magazine. Aber die Stussy-Figuren kosten so ungefähr 50 Euro. Das ist krass. Erkennen kann, bin ich wieder in der Busstation. Ich habe mich jetzt entschieden weiterzuziehen, weil es mir am Ende jetzt nicht wert ist, so viel Geld für ein Vintage-Piece auszugeben und ich nichts davon zu 110% gefeiert habe. Nächster und letzter voller Tag. Heute ist Montag und leider habe ich mich ein bisschen verkalkuliert. Und zwar ist Montag hier, glaube ich, so wie in Berlin Sonntag. Das heißt, viele Läden haben nicht auf. Trotzdem habe ich mir noch ein paar Läden rausgesucht. Ich will heute auf jeden Fall noch einmal Fotos machen gehen. Will jetzt ein paar Düfte ausprobieren. Noch einen Vintage-Laden, der auch noch auf sein sollte. Und wie gesagt, leider hat Our Legacy Workshop, wo ich am ersten Tag war, zu. Da wollte ich ja heute vielleicht noch mal hin wegen der Sissy Bag.
Ich habe diesen Kevlar-Geschmack noch nie gesehen. Raspberry Vanille. Glaube ich, probiere ich mal aus. Hier ein bisschen Realtree-Stuff. Sieht aber leider nur so aus wie Jacken. Die Hose sieht eigentlich ganz geil aus, aber die Taschen oben sind irgendwie falscher Ehrgeiz. Ich muss sagen, der Laden sieht zwar von außen richtig arsch aus, aber hier drinnen ist eigentlich wirklich ganz solide Auswahl. Ist auf jeden Fall. Fazit, der Laden war echt sehr lecker. Ich gebe der Rahmen eine 8 von 10, aber die war ein bisschen zu klein und ich musste ungefähr 35 Minuten warten, wo der Laden nicht voll war, was ich eigentlich sehr viel finde. Ich bin nochmal im Acne Archive, weil ich eh nichts mehr zu tun habe und mir ist eingefallen, dass ich eh Bock auf einen Schal hätte. Der ist eigentlich ganz cool, die gibt es. Leider haben die halt keine ganz, ganz großen und ich weiß auch nicht, ob der mir hundertprozentig steht. Ich finde den eigentlich wirklich ganz cool. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Der Stoff ist eigentlich auch cool. Das soll es jetzt auch mit dem Vlog gewesen sein. Der letzte Tag hier war leider nicht mehr so viel los, aber das liegt auch einfach daran, dass ich schon alles gemacht habe in den letzten Tagen. Ich bin sehr glücklich mit meinen Pickups oder meinem Pickup besser gesagt. Ich glaube, der Vlog ist gut geworden und ich hoffe natürlich, er hat euch gefallen. Tschüss.